Hallo, hier sind wieder eure Stromer unterwegs mit dem Camper in der Welt. Bisher mit dem Marco Polo. Den haben wir allerdings jetzt schon wieder nach Deutschland geschickt und darüber wollen wir berichten. Denn als wir in Atlanta waren, haben wir feststellen müssen, dass es doch nicht so leicht ist, ein deutsches Auto in den USA zu verkaufen. Wir waren am Samstag noch im Aquarium und danach beim NBA Spiel Atlanta Hawks gegen Miami Heats und sind dann in die Nacht hineingefahren in Richtung Baltimore. Insgesamt ein 11-stündiger Fahrt. Wir haben einmal zwischendurch irgendwo wild geschlafen und sind dann am nächsten Tag relativ lange gefahren, bis wir dann in der Nähe von Washington DC nochmal übernachtet haben, um dann am nächsten Tag in DC in die Museen des Smithsonians zu gehen. Die sind alle kostenlos und wirklich sehenswert. Wir hatten uns drei dieser Museen auf unsere Liste geschrieben und das war als erstes das Naturkundemuseum. Dann die National Gallery of Art, auch eines der Smithsonian Museums. Diese sind in zwei Gebäuden untergebracht und über diesen Tunnel verbunden. Es lohnt sich auf jeden Fall auch beide sich anzuschauen, denn die Ausstellungen sind grandios. Wir haben uns dabei ein paar bestimmte Teile herausgesucht und hier sind davon ein paar Bilder. Was wir ziemlich beeindruckend fanden, war, dass hier also auch Hobbykünstler sich Staffeleien, die überall stehen, nehmen können und selbst Gemälde abmalen dürfen. Das Aufregendste eigentlich das National Air and Space Museum, wobei die beiden anderen auch wirklich toll waren. Aber ich bin ja doch so der Fan des Weltraums und es war schon beeindruckend, diese verschiedenen Flugobjekte aus der Nähe zu sehen. Ja, und am nächsten Tag hieß es dann Abschied nehmen von unserem Blackie, von unserem Marco Polo.
der uns in den 5 Monaten doch schon ganz schön ans Herz gewachsen war. Das Ganze war perfekt organisiert und vorbereitet durch Seabridge und wir waren erstaunt, wie schnell und problemlos alles abging. Tja, und das hier ist die letzte Aufnahme von unserem Blackie. Hoffen wir, dass er gut in Deutschland ankommt. Weiter ging es dann mit dem Flugzeug von Baltimore nach Atlanta und von Atlanta dann weiter nach Denver, wo unser nächstes Abenteuer beginnt, nämlich 4 Wochen Skifahren in Breckenridge.